Hello, Boys and Girls im Dunkeln. Es gut munkeln. Willkommen zurück bei Alone in the Dark, The New Nightmare. Ich musste nochmal zwei Dinge kurz am Rande. Ich musste hier nochmal ein bisschen was nachspielen, weil ich hatte meinen PC vor einiger Zeit nochmal neu aufgesetzt und habe jetzt dafür nochmal alles neu installieren müssen. Und der hat die Spielstelle nicht übernommen bei GOG, wo ich den Spieler gekauft habe, und muss ich jetzt halt nochmal nachspielen. Und ich habe gesehen, es gibt einen Patch, der die Texte ins Deutsche übersetzt. Ist dann für euch einfacher zu verstehen und zu lesen, und für mich auch ebenfalls. Versteht es schon, was da im Englischen steht, aber es ist manchmal doch ein bisschen einfacher, das in seiner Muttersprache zu sehen. So viel dazu erstmal. So, jetzt bin ich hier in den Raum gegangen, hier die Treppe hoch, ganz weit. Okay. Und habe hier den Granatwerfer gefunden, wie ihr seht, im Waffeninventar unter der Pistole. Und ich, nachladen. Ist schon. Hab dafür 5 Schuss jetzt. Den werde ich mir aber noch aufheben für richtig dickere Klopper, weil die anderen Gegner, die gehen mit, 9. Aber es ja eine dreiluffige ist, gehen die kaputt. Aber ich habe jetzt halt ein bisschen wieder Munitionsmangel. Dafür kann ich speichern ohne Ende mit 23 Stück. Und 3 Medipacks habe ich. Hoffe ich doch erstmal, dass ich hier ein bisschen weit komme. So, ich bin jetzt hier auf dem Dachboden. Wo sind Sie? Unter dem Dach. Da war ich auch. Im Boden habe ich eine Art Falltür gesehen. Die finden Sie. Wenn man darüber geht, klingt es ganz hohl. Ich habe Edenshaw getroffen. Er sagte, er sei der letzte Schamane. Er sagt, er kann diesen ganzen Irrsinn beenden. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Ich habe ihn auch getroffen. Er weiß viel mehr, als er sagt. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Er behauptet, dass er 7 Statuen für irgendein Ritual braucht. Warum geht er sie dann nicht suchen? Wir sollten ihm helfen. Klar. Wie sehen die Statuen aus? Ich weiß nicht genau. Sie stellen wohl irgendwelche Tiere dar. Na toll, das hilft ja enorm. Carnby, es ist ganz sicher sehr wichtig. Ich weiß, ich weiß. Wir finden seine Statuen für ihn. Aber dann ab nach Hause. Wo ist das für Sie? Ich weiß noch nicht. Das besprechen wir noch. Ende. Genau, und die die Audio-Files der Charaktere, die wurden auch ins Deutsche übersetzt, beziehungsweise wurden die Deutschen drüber gesampelt. Und ja, jetzt können wir auch verstehen, was sie dann entsprechend sagen, wenn sie sich am Walkie-Talkie hören. So, gucken wir da oben. Da ist die Falltür. Klingt halt voll ekelhaft, ne? Die Tür ist verriegelt. Okay, ich habe übrigens extrem viel Struggle mit dem Spiel gehabt, weil ich sehe halt nie, ob das ein Scheinwerferlicht ist von meiner Taschenlampe oder ob da was liegt, das glitzert. Ich habe halt voll den Struggle gehabt. Ich wollte das Spiel echt gerne mit dem Controller spielen, weil sie es mit der Tastatur halt so semi-optimal steuert, vor allem für so ein Horror-Survival-Game. Alter Schnauze. Und ich krieg das halt nicht. Also ich kann steuern, das geht, Richtung. Richtungseingabe funktioniert, aber ich kann keine weiteren Aktionen ausführen. Also rennen, schießen, Inventar öffnen und sowas auf den Controller legen geht nicht. Ich hab's mit dem PS4-Controller versucht, ich hab's mit dem Xbox 360-Controller versucht, ich hab's mit dem Switch-Controller versucht. No way. Es funktioniert mit keinem Input-Device. Finde ich ein bisschen schade, aber es ist halt so. Das muss ich halt so durchspielen. Ich hätte auch mich dafür entscheiden können, die PlayStation-Version zu spielen. Aber die funktioniert hier halt zwar auch, aber das hätte ich halt über den Emulator machen müssen und naja. Das sieht da grafiktechnisch halt vollkommen Grütze aus. Okay. Ich muss nur noch mal ein paar Sachen wiederholen. Also Fortschritt aufholen. Aber ich wollte euch das hier mit dem Granatwerfer und oben die Sequenz nicht vorenthalten. Da hör ich schon wieder mit. Mal kurz hier rein. Ne, da war ich schon drin. Das Gute ist, Gegner respawnen. Zwar stellenweise, aber
glaube nicht immer. Die großen sind halt schwieriger zu dodgen als die kleinen Gegner. Deswegen töte ich die in der Regel. Weil den jetzt, glaube ich, muss ich auch töten, um da vorbeizukommen, weil ich muss da lang. Irgendwie smooth, er sich bewegt. Na schön. Den hätten wir. So. Hier konnte ich nicht rein. Genau. Hier kann ich auch nicht rein. Ah! Gott! Nein! Pennergesicht. Hey! Jetzt. Knall ihn ab. Ich hasse Gegner, in die Ecke stehen, ne? Das ist voll frech. Okay. Aber 72 Schuss für die Shotgun, 12 im Lauf von der Pistole. Ach ja, genau, der Gang des Todes. Ich will den Granatwerfer halt echt nicht verschwinden und wie gesagt, ich habe halt ein bisschen Angst, die zu dodgen. Wobei die Pistole, das kann man schon machen. Dafür auch noch ein bisschen Schuss. Aber ich will die große, also ich will die Shotgun-Munition nicht für kleinere Gegner dann aufwenden müssen, oder? Ah, ist das schwierig. Okay. Ich sehe halt. Ich sehe halt wegen der festen Kameraperspektive halt nichts. Das hat ja Resident Evil auch, so eine festgelegte Kamera. Kann die Kamera ja selber nicht drehen, das ist halt alles ein bisschen. Um die Atmosphäre zu unterstützen und den Grusel. Genau, hier war ich ja drin. Hier gab es ein kleines Rätsel. Da ist die Brechstange. Ah. Die habe ich ja schon mal eingesammelt. Da ist das Wasser. Jetzt brauche ich noch die Flasche. Du Flasche! Da ist noch ein Dokument, das haben wir letztes Mal schon gelesen, deswegen skippe ich das alles. Da ist was. Okay, auch Text, den ich glaube ich schon gelesen hatte. Der wird ja ins Notizbuch übertragen. Okay, das was glitzert, das habe ich schon. Da ist die Flasche. So, die brauche ich. Nimm sie mit. So. Da war auch noch was. Was? Oh. Ich nähere mich unserem Ziel. Zap, 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 zap. Das. Wie gesagt, ich glaube, das habe ich alles schon gelesen. Falls nicht, tut es mir leid, dass ich das gerade geskippt habe. Ich will hier halt, wie gesagt, ein bisschen Zeit aufholen. So, Gegenstände benutzen. Das da. Die füllen die Flasche. Yeah! Cool. Hier war auch nichts weiter. Das war das. Das war das mit dem Bild. So, da ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Den nehme ich gerne mit. So, dann können wir auch wieder gehen. Ach ja, genau. Ist auch noch einer? Ja, natürlich ist da einer. Respawn die echt? Das ist halt voll frech. Weil bei den Zombies ist es ja so ein Resident Evil, die bleiben tot. Wer ist auch keiner mehr, ne? Tod heißt tot. Okay. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. So, da müssen wir rein. HM. Oh nein. Okay, ich habe ihn gedodged mit einem Schuss. Hier die Dings drauf. Die Flasche. Das da benutzen. Steht ja immer noch da draußen rum, ne? Ah, bist halt ein Nervigen, weißt du? Warte mal. So. Ach ja, zwei von der Sorte. Ja! Lass mir jetzt natürlich gar nicht, dass die da hintereinander herlaufen. Ich würde gerne beide auf einmal erwischen.
Da hat aber nur einer getroffen. Das ist natürlich semi-optimal. Okay. Ich habe keine Lust, dass die mich halt anknabbern und dann sterbe. So, jetzt wollte ich nochmal in den Hauptraum hier gehen. Da oben ist ja was passiert. Nochmal nachgucken. Dip, dip, dip. Möchten Sie Porträtmechanismus aktivieren? Ja. So, da haben wir den vergoldeten Schlüssel. Jetzt bin ich gerade nochmal am Überlegen, wofür der denn war. Vergoldeter Schlüssel. Darauf steht Erdgeschoss Ost. Okay. Dann gehen wir mal Richtung Erdgeschoss Ost. Das heißt, dass wir diese Tür hier wieder. Weil die war ja zu, ne? Ja. Gegenstände benutzen. Sie können diesen Gegenstand nicht benutzen. Hä? Wie ist es nicht? Ost? Vergoldeter Schlüssel, Laufstedt, EG Ost. Bin ich nicht im Erdgeschoss? Ist hier noch eine Tür? Und da kam ich ja. Die Haupttür wird damit ja nicht gemeint sein, oder? Ist abgeschlossen. Gegenstände benutzen. Nö. Okay, also ich krieg mit dem Schlüssel keine Tür hier unten auf. Mehr Türen gibt's hier nicht. Oben sehr auch unwahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich für eine Tür hier unten. Welche war denn zu? War das die hier? Ne, da war ich schon. Hier sieht's aus, als könnte ich lang. Kann ich aber nicht. Die war zu, die andere auch. Okay. Die ist auch abgeschlossen. Nicht Waffe, Gegenstände benutzen. Was? Können diese Gegenstände hier nicht verwenden. Die war ja eh nicht zu. Erdgeschoss, Korridor. Ach, natürlich. Sag mal, wie viele sind denn noch von denen hier? Das ist ja unfassbar. Guck mal, ich habe fast keinen Schuss mehr. Ja, natürlich. Weg. Weiß halt nicht, ob ich einen Schlüssel Hefe brauche. Dann stehen die natürlich hier rum und machen Ärger. Noch einer? Ich glaube schon. Nee. Okay, da ist noch eine Tür. Ich hoffe mal, der Schlüssel ist dafür. Ja. Wow. No. Keiner Gesicht. Waffen. Ausrüsten. Nein. Ihr habt nichts gesagt. Will ich mit dir kuscheln? Kannst du dich abschminken. Alter, was für ein Schuss die fressen, ne? Das war's auch mit meiner Munition, ne? Bin wieder leer. Es ist ja unfassbar. Ich hab halt nichts mehr. Aber ich verstehe halt nicht, ich könnte natürlich die großen dodgen, nämlich dann den anknabbern lassen und dann mich heilen, aber... Irgendwie... Okay. Was? Unvergoldeter Schlüssel? Den da drauf. Prüfen. Erdgeschoss West. Also auf die andere Seite. Du. Ist hier sonst noch irgendwas? Ist das mit dem Schlüssel? Ich glaube ja, oder?
Kann ja sein, dass es ein großer Raum ist und hier ist nichts weiter zu finden. Ah, warte mal. Hätte er da was in der Hand? Ach nee, das ist ein Eulending hier. Eine Eulenstatue. Ah, okay, ich warte. Warte mal, das hat was mit dem Licht zu tun, glaube ich. So war das. Licht aus. Yep. Genau, weil es ist jetzt. Statue einer Eule mit Wolfskopf. Gegenstände. Benutzen. Im Sockel der Statue finden Sie einen Schlüssel. Was ist das für ein Schlüssel? Sie nehmen einen Schlüssel aus Stahl. Okay, ein Schlüssel aus Stahl. Was kann denn dieser Schlüssel aus Stahl? Ein Stahlschlüssel. Darauf steht erster Stock, Ost. Okay, sehr cool. Kann ich das nicht wieder anmachen? Oder gibt es hier noch irgendwas zu finden vielleicht? Hä? Ich sehe schon Dinge, die nicht da sind. Verrückt ist das alles hier. Okay. Ich werde hier mal speichern und ich würde sagen, das war's erstmal von Alone in the Dark, The New Nightmare. Ja, sorry, dass es mit dem Projekt ein bisschen lang gedauert hat, weil ich hatte halt auf der Arbeit viel zu tun und da ich halt einen 8-Stunden-Job habe und relativ lange Fahrzeit, komme ich halt unter der Woche kaum zum Aufnehmen, beziehungsweise habe da nicht so die Power und den Kopf für. Aber ich habe ja aktuell Urlaub, da geht das besser und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir doch treu bei diesem Projekt und vielleicht auch bei einem anderen Projekt, wenn ihr Bock habt. Ansonsten würde ich mich gerne über positives Feedback freuen, so wie vielleicht einen Kommentar oder ein Abo, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Alone in the Dark, The New Nightmare.